Methodengeleitete Resultate. Was heißt das nun wieder? Es wird auch immer wieder gesagt, dass die Ergebnisse von Forschungsarbeiten irgendwie wahr sind. Methodengeleitet klingt ja geradezu, als wären sie fremdbestimmt. Das gilt es nun unbedingt in diesem Tutorial genauer zu klären. Und was ist, wenn ihr als Jungforscher nun auch noch von euren Dozenten losgeschickt werdet? Ihr solltet eine Umfrage machen oder Interviews durchführen und sie einbauen. Dann geht methodisch doch irgendwie alles durcheinander, oder? Klären wir. Gleich. Ich bin Martin Gärtler von forschenlernen.jetzt und helfe euch, die nächste wissenschaftliche Arbeit bestmöglich und schnellstmöglich zu erstellen. Dazu gibt es unter forschenlernen.jetzt die FAQ zum wissenschaftlichen Arbeiten. Ihr könnt dort nach Begriffen suchen, die euch beschäftigen. Wie kann man Abschlussarbeiten zitieren? Wie versehe ich Abbildung mit einem Kurzbeleg? Sollte ich einen Ghostwriter beauftragen, mich bei der wissenschaftlichen Arbeit zu unterstützen? Welche Quellen sind zitierwürdig? Und so weiter. Jetzt geht es hier erst einmal um methodengeleitete Resultate. Wie immer gibt es natürlich auch diesmal wieder einen Bonus, also eine Zugabe, diesmal ein paar Anregungen zum Nachdenken und etwas zum Vertiefen. Methodengeleitete Resultate, das ist nun unser Thema. Das bedeutet, ohne vorhandene und wirklich sauber angewandte wissenschaftliche Methoden erlangen wir in unseren wissenschaftlichen Arbeiten keine validen Resultate. Also geht es nicht um Methoden, ein Essay oder ein Aufsatz oder ein Referat zu erstellen, Sie wissen schon. Es geht um Methoden der Wissenschaft, deren Job es ja ist, neues Wissen allein durch konsequenten Einsatz ihrer wissenschaftlichen Methoden zu erzielen. Diese Methoden sind also wichtige Hilfsmittel. Aber nicht nur das, sie steuern uns auch auf unserem Forschungsweg. Wir untersuchen nämlich stets mit Kriterien des Messens und des Beurteilens und diese Kriterien bestimmen unsere Ergebnisse vor. Vor. Warum? Wie sehr doch genau unsere eigenen Herangehensweisen die Ergebnisse bestimmen, das hat mir der frühere Direktor des Max-Planck-Instituts in München, Hans-Peter Dürr, in einem spannenden Interview deutlich gemacht. Ich möchte damit andeuten, dass das, was ein Naturwissenschaftler als Wirklichkeit bezeichnet, eigentlich nicht die Wirklichkeit selber ist, sondern nur, wie sie ihm selbst erscheint. Und ich nehme dazu das Gleichnis eines Fischers, nicht? Der also die Welt erkunden will, er fängt nur Fische. Und nach jahrelangem Fischen kommt er zum ersten Grundgesetz der Fischerei. Erstes Grundgesetz, alle Fische sind größer als 5 cm. Zweites Grundgesetz, alle Fische haben Kiemen. Warum denn das Grundgesetz? Weil bei jedem Fang es sich bewahrheitet hat und er nimmt deshalb an, dass es auch in Zukunft so sein wird. Auf dem Nachhauseweg trifft er den Philosophen, den Metaphysiker, und erzählt ihm von seiner großen Entdeckung und der sagt ihm, also hör mal, also dein zweites Grundgesetz mit dem Kiemen ist vielleicht ein Gesetz, aber dein erstes ist es bestimmt nicht. Wenn du die Maschenweite deines Netzes ausgemessen hättest, hättest du festgestellt, dass die 5 cm ist. Du kannst also gar keinen Fisch fangen, der kleiner als 5 cm ist. Und der Fischer ist aber überhaupt nicht beeindruckt. Ja? Er sagt, entschuldige, für mich als Fischer ist etwas, was ich mit dem Netz nicht fangen kann, ist kein Fisch. Ja? Dieses Bild übertrage ich auf die Naturwissenschaft, die auch immer behaupten, sie haben hier etwas gefunden und das ist eine Eigenschaft der Natur und nicht vielmehr eine Art und Weise, wie sich die Natur ihnen offenbart durch ihre Methoden, Messmethoden und so fort. In diesem Fallbeispiel war es also die Maschenweite des Netzes, die bestimmte, was gefangen und somit als Fisch deklariert und untersucht werden konnte. Unsere Messmethode und ihre Möglichkeiten haben Folgen für unsere Ergebnisse. Und zwar in bedeutsamem Maße. Das machte dieses Gleichnis von Hans-Peter Dürr deutlich. Nochmals mehr auf den Punkt gebracht. Was wir nicht gemessen oder analysiert haben, liegt uns nicht als Ergebnis vor. Und es wären womöglich aber genau andere Ergebnisse, oftmals Daten, die wir für die Erklärung oder Lösung eines Problems benötigen. Ein weiteres Problem,
Aufgrund unserer gewonnenen Daten lassen wir uns schnell dazu hinreißen, generelle Aussagen zu treffen. Dann werden die Gesetze der Logik bemüht, etwa so, da es sich hier, wie vielleicht oft, um ein grundsätzliches Problem handele, zu dem wir nun Daten vorliegen hätten und eine Lösung entwerfen könnten, dürften wir daraus diese oder jene generellen Schlüsse ziehen. Dürfen wir das? Nein. Dürfen wir nicht. Und genau deswegen hat uns Hans-Peter Dürr seine Geschichte erzählt. Denn sein Fischer hatte allein aufgrund der Maschenweite seines Netzes jenes allgemeingültige Grundgesetz des Fischens gefunden. Erfunden. Wonach Fische immer mindestens 5 cm lang seien. Unterdessen wirft der Nachbar und Konkurrent des Fischers vielleicht ein Netz aus, dessen Maschen 8 cm lang sind. Dessen Grundgesetz würde also sagen, dass Fische immer mindestens 8 cm lang seien. Wenn der Naturwissenschaftler Hans-Peter Dürr die Geschichte vom Fischernetz und seinen Maschen vor Augen hat, ist der Physiker am Werk. Er misst und bestimmt aufgrund der Daten sein Ergebnis, bis hin zum Naturgesetz. Andere Wissenschaften haben andere Vorgehensweisen. In den Geisteswissenschaften etwa zählen Logik, Plausibilität und Verstehen zum notwendigen Handwerkszeug des Wissenschaftlers. In den Sozialwissenschaften geht es beispielsweise um Zusammenhangswissen, das statistisch und empirisch gewonnen und vertieft wird. Hier kommt nun ein Aspekt ins Spiel, der für unser wissenschaftliches Vorgehen bedeutsam ist. Wir bewegen uns nicht immer nur in den Grenzen der Methoden unseres eigenen wissenschaftlichen Fachgebiets. Mitunter benötigen wir auch das sogenannte interdisziplinäre Arbeiten. Und wenn die Methoden der eigenen Disziplin ihnen nicht ausreichen, gehen Wissenschaftler auch über diese ihre Grenzen hinaus und forschen interdisziplinär. Der Begriff meint, alle Fachgebiete haben ihre Vorgehensweisen, die einzuhalten sind, die Disziplinen, und sie bauen dann bei Bedarf im Verlauf ihres Vorhabens Phasen ein, in denen sie Instrumente anderer fachlichen Disziplinen nutzbringend einsetzen. So werden empirische Methoden der Sozialwissenschaft häufig auch von anderen Disziplinen eingesetzt, um die jeweilige Hypothesen- oder Theoriebildung damit zu untermauern oder die Alltagstauglichkeit und Gültigkeit einer These zu überprüfen. Wichtig ist dabei, dass stets die jeweiligen Methoden passend verwendet werden. Auch mit Blick auf das angestrebte Erkenntnisziel. Was gibt es Wertvolleres, als solchen Menschen wie Hans-Peter Dürr zu begegnen, die die eigene Sicht der Dinge mit einem Ruck erweitern? Wie kommt man an solche Leute? Nun, recherchiert einfach mal selbst nach Quellen zu wissenschaftstheoretischen Grundlagen und zu methodischen Vorgehensweisen und ihren Einsatzmöglichkeiten. Geht schnuppern, und mitunter hilft auch schon mal ein Gespräch mit den Bibliothekaren in der Hochschulbibliothek. Lasst euch auch ein auf den radikalen Konstruktivismus als eine Erkenntnistheorie, die euch deutlich macht, wie jeder seine Wirklichkeitsvorstellung durch die eigenen Vorgehensweisen, Vorliebe und Möglichkeiten selbst gestaltet. Auch der Fischer im Beispiel von Hans-Peter Dürr folgte ja seiner selbstgemachten Wirklichkeitskonstruktion. Mich hatte die Begegnung mit Hans-Peter Dürr schon umgehauen. Es war 1997. Er war noch Direktor des Max-Planck-Instituts in München und in der Vergangenheit Assistent von Werner Heisenberg. Als Astrophysiker schaute er sehr methodisch auf alles, was da ist oder was da zu sein scheint und was sich bewegt. Ich kam aus den Geisteswissenschaften, er war Naturwissenschaftler. Mit meinem Kamerateam war ich bei ihm, um Statements für meine TV-Doku-Serie aus Sternenstaub, der Mensch im Kosmos, aufzunehmen. Dabei vermutete ich, dass in meinen Geisteswissenschaften eher alles in Bewegung sei, ständig neue Impulse, neue Rückschlüsse auf logischer Basis. Doch Hans-Peter Dürr machte mir klar, dass wir im Denken, im Handeln und in unseren Ergebnissen immer geleitet, ja geradezu bestimmt werden von Rahmenbedingungen, die wir wählen und die wir einhalten müssen. Was immer also unser Ergebnis sein wird, es wird unausweichlich bestimmt sein von den Methoden, die wir eingesetzt haben. Hätten wir andere Instrumente ausgewählt, kleinere oder größere Maschen, um im Bild zu bleiben, wären die Ergebnisse tatsächlich anders.
Daher ist es wichtig, dass man seine Methodenwahl in der wissenschaftlichen Arbeit genau beschreibt und begründet. Also gilt es nun, sich gut einzuarbeiten in die Grundlagenliteratur zu den Methoden, die voraussichtlich gewählt werden sollten. Denn wenn andere Forscher unser Ergebnis nachvollziehen wollen, da das Experiment oder die Erhebung oder den Versuch selbst eines Tages neu durchführen wollen, dann brauchen sie dafür diese methodologischen Angaben in unseren und in ihren eigenen Arbeiten. Erst dann können ihre Ergebnisse mit den unsrigen verglichen werden. Wir produzieren also methodengeleitete Resultate. Unweigerlich. Sprich, unsere Ergebnisse sind nicht die Wahrheit, sondern eine methodenbestimmte Wahrheit, folglich eine Konstruktion. Muss uns das unsicher machen? Muss uns das traurig machen? Oder vielleicht doch ein wenig froh? Was meint ihr dazu? Es ist jetzt ganz wichtig, dass ihr eure Notizen zu dieser Lektion noch einmal in Ruhe durchschaut. Was habt ihr verstanden? Was noch nicht? Wo fehlt vielleicht noch eine ergänzende Erklärung? Dann macht euch erst einmal selber auf den Weg und recherchiert online, welche Ergänzungen und Verständnishilfen ihr finden könnt und wie sie euch weiterhelfen. Habt ihr euch die Stichworte notiert? Wenn nicht, investiert die Zeit und wiederholt dieses Video. Notiert euch dabei gemäß dem Konzept der Cornell Notes Stichworte, macht Notizen und schreibt am Ende eure eigene Zusammenfassung. Wie das geht, siehe nachstehend unter diesem Video. Macht's gut und bis nächsten Sonntag.